Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier wieder in... Hoppala. Wir sind hier wieder in Ark. Und haben mehrere Quests offen, wie ich gerade sehe. Blut im Sand und Arantel von den Geschehnissen berichten. Ich berichte ihm erst einmal davon. Würde ich sagen. Und dann würde ich mal schauen, dass ich vielleicht die umliegenden Gebiete mal weitermache, fertig mache. Also die Gebiete, die uns fehlen. Mesdames. Monsieur. Und mal gucken, was dann... Also wir sind ja von der Fertigkeit her... eigentlich schon gut aufgestellt, Stufe 24. Also, wir müssten nur mal. Schreitet wohl. Der Typ da ist echt widerlich, finde ich. Der Poet da. Bin gar kein Fan davon, was der da von sich gibt. Vielleicht müsste ich auch für mich einmal leiser setzen. Das Spiel. Und wir brauchen eigentlich endlich mal wieder bessere Rüstung, Ausrüstung und so weiter. Die Hüter-Sachen, die sind zwar schon gut, aber irgendwie für mich persönlich jetzt noch nicht gut genug. So, aber wir berichten jetzt Arantel von allem, was wir jetzt bisher... Oder, nee, warte mal, vielleicht wäre es besser, wenn wir... Hier Düstertal plus. Wir hatten noch eine andere Quest. Einstecken. Zwei Seelen Teil 3. Vielleicht wäre das besser, wenn wir das hier zuerst machen. Dann gehen wir jetzt schon direkt darüber. Arantial kann doch warten. Vor allem auch wie hieß das nochmal hier? Nicht die Erleuchtung, wie hieß das nochmal? Mal fast zum Dos. Die Dingens, was uns hier allen blüht. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön. Habe ich eigentlich Sachen zum Verkaufen? 108 Kilo haben wir gerade. Ich weiß jetzt nicht, was ich letztes Mal gemacht habe. Das ist die falsche Richtung, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Eine Ansammlung von Bauernhöfen. Okay. Konnte ich auch nicht zu Ende lesen. Wie viel Leben habe ich denn? Zwei Lebenspunkte fehlen mir. Okay, irgendwas essen vielleicht? So, das müsste doch reichen. Können wir auch bei der einen guten Dame noch mal Brezeln holen? Ein Wunder ist geschehen. Ein Wunder, das ob seiner Glorie von... Kasernenviertel sind wir jetzt aus Versehen gegangen. Nein, ich wollte Brezeln holen. Bei Silberen und Freunde der Bank im Marktviertel von Ark könnt ihr eure wohlverdienten Groschen. Da wollte ich hin. Ins Fremdenviertel, genau. Neben denen, die ihr über die Klassenbäume erlernen könnt, gibt es pro Klasse 3. Okay. Aber da holen wir uns noch mal ein paar Brezeln. Von der guten Dame da, die einen Sitzen hat. Brot! Ihr da! Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen.
Entschuldigt die Frage, aber habt ihr einen Sitzen? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Die ist sympathisch auf jeden Fall. Ach, ich hab nicht so viele Groschen mit. Okay, dann eben kurz nochmal zur Bank. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch meine rote Nähe überquert. Viele bewegende Ereignisse oder Gedanken wurden über die Jahrtausende in Dralesh. Mann, ich will lesen! So, holen wir uns noch mal ein bisschen ein paar Groschen ab von der Bank. So. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Abheben. Mhm. Ich nehme aber 90 Groschen werden reichen. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier. Ja, ja. Ich bin schon vorsichtig. So, Fremdenviertel. Und nochmal Brot holen. Brezeln. So. Kann ich auch. Mal fast zum Gruß. Marita. Hier da. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Vielleicht nochmal kurz schnell speichern. Jetzt haben wir ein bisschen Brezel. Ein bisschen was für die Gesundheit. Schreitet wohl! Warte mal. Kalia wird erleichtert sein zu hören, dass Jesper und ich wohlbehalten angekommen sind. Ich sollte mit ihr sprechen, sobald es die Möglichkeit dazu gibt. Mutig bin ich. Achso! Manfreds Vermächtnis, den Alchemisten Maxus Tabakus auf den Ausland ansprechen. Esme, das war doch die Quest. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, Wirbelsturm geht's gut. Ja, Wirbelsturm geht's gut. So, jetzt ist eher die Frage, wo gehen wir lang? Gehen wir mal hier lang? In Richtung Düstertal? Komm, wir gehen mal hier unten lang. Ich hätte gern aber irgendwas mal hier, auf Schattenstahl, glaube ich, heißt das hier, was eben jetzt ist. Schreitet wohl, Maidan. Okay, einmal hier hoch. Schreitet wohl, Mister. Schreitet wohl. Diesmal hat er geantwortet. Ich dachte, das wäre super, mal andersrum zu machen. Hat aber auch gepasst. Mit Schreitet wohl. Ist jetzt aber die Frage, wie viel genau? Da sehe ich schon wieder was offen ist. Feld einer Mühle. Alter Getreidespeicher. Wie kommen wir da hoch? Also, ich gehe mal von aus, hier ist jetzt gleich hier die Abbiegung. Aber das ist doch dann... Gretelsteine?
Ist hier noch eine Abzweigung? Also erkennbar, meine ich jetzt. Hier. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Dürfte keiner mehr da sein, oder? Mana-Pilz. Okay, hier ist aber irgendwo noch ein Weg nach oben. Irgendwo eine Straße soll hier sein. Die Frage ist nur, wo? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, sie zu sehen. Komm, hoch. Oder das ist sie. Grab entdeckt. Gibt es hier Gegner? Grelsgrab. Was gibt's denn da? Okay, geht schon gut los da drinnen. Ich hoffe, die sind nicht in der Lage, hier jetzt rauszukommen, hinterher. Ich hoffe nicht. Gibt es hier vielleicht noch einen anderen Weg? So, jetzt noch mal rein. Der hat mich nicht im Visier, oder? Warte mal, wieso habe ich meine Dings hier? Ich wollte schon sagen, boah, das war jetzt knapp. Noch ein Käserad? Vielleicht jetzt erstmal. Wo liegt er? Da. So, vielleicht eben erstmal wieder den Bogen benutzen. Ich speichere auch einmal. Wir haben die alle erledigt. Zum Glück. Haben wir geschafft.
Noch ein Verlorener, der aufwacht. So, natürlich. Stahlschuhe und Stahlschwert. Ich hatte jetzt eine andere Art Gegner erwartet. Lehrling. Und hier haben wir Ruhmpfeile. Nein. Oh, können wir verkaufen? Und Groschen. Ich glaube, das Ding geht auch nochmal auf. Nein. Dann gehen wir mal hier runter. Und nochmal speichern, vorsichtshalber. Ich sehe wieder Irrlichter. Ich hasse Irrlichter hier gerade irgendwie. Sind doch ein bisschen viele. Sehr gut. Alle haben mich im Visier. Hat mich im Visier. Perfekt. Nochmal vorsichtshalber speichern. Bauplan, mittlerer Rucksack, Runengroßschwert, Runenharnisch, Dietrich. Komm, aber die Baupläne nehme ich vielleicht vorsichtshalber mal mit. Ah, okay, da komme ich nicht so einfach hoch. Doch. Vielleicht kann ich mich hier oben in Sicherheit wiegen, bevor ich gegen die da kämpfe. Nein! Immer diese Ahnengeister.
Wie kommt ihr an mich nicht ran? Jetzt kommt ihr an mich ran. Die anderen hin? Da. Okay, wenn ich jetzt so gedückt bin und quasi versteckt, dann müssten die mich jetzt nicht mehr sehen können. Müssten jetzt gleich wieder rauskommen. Vielleicht locke ich die mal so an. Oder da raus. Da kommen sie schon. Ach, da war noch einer. Da noch mehr, die ich vielleicht rauslocken kann? Wo genau versteckt er sich? Ach da! Okay, ab jetzt komme ich nicht mehr an den ran. Und da kommt er wieder raus. Nice. Speichern. Ich hoffe, mehr sind jetzt nichts von den Dingern. Ich glaube, ich müsste mal was essen zu mir nehmen. Alte Kristallmünzen. Wofür sind die eigentlich? Mittlerer Rucksack, komm mit. Beihandgeselle. Ja, nehm ich trotzdem. Was kommt jetzt hier auf mich zu? Das geht, führt ins Herzland, aber da vorne gab es noch was, also noch einen Weg. Vielleicht auch zum Herzland, weiß ich nicht. Oder noch nicht. Ah, hier gibt es auch noch was. Noch mehr Kristallmünzen. Fokus-Diadem. Wunschwert des Feuerzorns. Lebensdrang. Schlechter von A, Punkt 2, der Namenlose. W-
Warte mal. Der Zauberbrecher. Und Wunschschild des Magiebrechers. So, okay, einen Moment. Schlechter von A, Buch 2. Die magischen Disziplinen, nicht Licht mal. Zauberbuch, Eispfeil, Rang 2. Der fehlt noch. Okay. Ja. So, nochmal. Ja. Charisma-Trank. Genesungstrank, Granatstein, Malachiterz. Orboja rufen. Orbaja. Orbaja rufen. Okay, also dann doch nach da oben. Ich dachte, das führte noch irgendwie weiter. Irgendwo hin. Habe ich einfach nur nicht richtig hingeschaut. So, vielleicht nochmal eine Fackel. Vielleicht habe ich hier irgendwie was übersehen. Irgendwo ein Weg, der vielleicht darunter führt. Ich wollte schon sagen, stecke ich da jetzt fest? Okay. Der Bär ist wieder da und da sind dann wahrscheinlich die Marodeure wieder. Ich gehe aber erstmal Richtung Flüsterwald, Düstertal und so weiter. Also hier die Richtung. Pulverwüste, Dünenheim und so, Talgard, Goldenforst. Machen wir irgendwann später. Aber Richtung Nordwindgebirge auf jeden Fall. Hier fehlt uns einiges und ich hoffe, wir können da jetzt uns vielleicht ein bisschen skillen. Vorne ist sogar noch ein Haussymbol, das wir noch nicht erkundet haben. Oder entdeckt haben. Und noch Weizensymbol und so weiter. Wenn wir die Richtung gehen, geht's auch zur Bauernküste nach Norden. Wo wir noch nicht waren. Ich will aber erstmal hier, also wir gehen dann, wir bleiben erstmal die Richtung, den Weg.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das hier immer noch richtig schön. Den Weg sind wir aber bis jetzt noch gar nicht gegangen und haben das uns mal angesehen, sagen wir so. Okay, führt direkt zu einer Mühle. Na, wie heißen du? Sepp. Stimmt, Sepp. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier auch unterwegs irgendwie nochmal angegriffen werden können. Da hinten ist auch noch eine Burg. War das die eine Burg, wo wir schon waren? Nee, das ist wahrscheinlich hier. Da waren wir noch gar nicht. So, jetzt kurz überlegen. Die Richtung waren wir auch noch nicht. Meine ich. Also haben noch nie zu Ende erkundet, sagen wir mal so. Da haben wir einen Turm, da noch zwei Hütten. Jetzt ist die Frage, was davon ist näher? Ich glaube, die eine Hütte hier und... Die sind wahrscheinlich doch eher dort. Das ist Al-Dotulgrad, da waren wir schon. Hatten wir sogar, glaube ich, auch zu Ende gemacht. Dann auf zu dem Turm hier. So. Burg Abdalor entdeckt. Tollwütiger Fuchs, ey. Dein Ernst? Wollte der Stress haben. Kämpft er jetzt gleich gegen den Troll oder gehört der Troll zu ihm? Der ist geradewegs auf mich zu, oder? Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Okay, die sind aber alle feindselig hier. Thank you.
den Schlamm-Elementar. Und der lädt sich auf. Okay. Was mit dem Elementar? Der lädt sich nicht auf. Aber die ergreifen die Flucht. Okay, an den komme ich nicht ran. Das heißt dann abwarten, bis die hier sich beruhigt haben. Also zuerst das Kristallelementar. Ich hoffe, die werden mich jetzt von hier oben nicht sehen, dass die mich vielleicht erstmal noch suchen. Zu doof zum Treffen gerade. Kann das sein? Soll bitte wieder hier hinkommen. Wo läuft er hin? Der macht mich fertig, ey. Nein! Der soll wieder hier runterkommen, ja? So. Geil. Alle erledigt. 100 Erfahrungspunkte für den. Frostsalze brauchen wir nicht. Was hat der? Leersalze. Leersalze nehme ich mal mit. Er. Stab der Erdung. Kann ich verkaufen. Ist viel wert. Vielleicht noch mal kurz speichern. So, die Groschen nehmen wir mit, den Rest brauchen wir nicht. So, jetzt will ich wieder was sehen. Benötigt einen Schlüssel. Okay, hier muss dann irgendwo ein Schlüssel versteckt sein. Warte mal. Mein Eisenpfeil.
Ach, da geht's auch noch weiter. Ja, stimmt, da war ja was. Ah, okay. Gibt es hier auch noch jemanden irgendwo versteckt? Abdal Ruinenschlüssel. Was haben wir da? Lehrbuch Elementarismus Geselle. Weiter nach da komme ich nicht. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel. Vielleicht noch mal was futtern. Ein Käsestück. Wird hoffentlich reichen. Ja, jetzt können wir da durch. Alter. Das ist eine gut versteckte Falle. Nicht so wie in Skyrim. So müssen die versteckt sein. Die hat man echt nicht gesehen. Nein, komm, hoch. Weg mit dir. Ah, nur Frostsalze. Okay. Gibt's da noch jemanden? Oder wo muss ich lang? Hier lang? Oder da lang. Tschüss. Ich glaube, das Ding funktioniert nicht mehr. Kann das sein? Die Falle? Autsch. Okay, nice. Den jetzt auch wieder losgeworden. 140 Erfahrungspunkte gab der sogar.
Okay, das ist hier ein bisschen gemeiner, um durchzukommen. Ich esse nochmal ein Käsestück. Ich bin nicht da. Gleich habe ich sie. Ja. So, die Pfeile nehme ich mit. Nichts wert. Das ist was wert. Hatte ich hier irgendwas, was ich lohnen könnte? Nö. Fackel. Autsch. Autsch. Geschafft. So, mal gucken, ob es da irgendwen gibt. Okay, der Wildmagier ist wichtiger, dass wir den loswerden. Der verprügelt mich ja richtig. Ich hoffe, die kommen hier nicht hinterher. War sogar eine Wildmagierin da wieder. Yo. Alter. Die war heftig drauf. Wo liegt die jetzt? Ich brauche hier einen Loot. Lizenzabbruch. Ach, hier. Ah.
Okay, da geht's noch weiter. In die Ruinen. Ich habe das Gefühl, hier könnte noch mehr sein. Ne? Okay, noch mehr Ruinen. Geh mal hier rein. Okay, das ist nur der Tür. Vielleicht einmal speichern, bevor ich hier entlang gehe. Okay, mehr gab es hier nicht. So, wo führt das hier hin? In die Tiefen. Okay, dann gucke ich erstmal dort in den Brunnen rein. Der hier hinten versteckt war. Nachdem ich hier was sehen kann. Okay. Hat sich gelohnt. Was gab's hier hinten? Rolle und Duse Schlüsselgeselle. Okay, gehen wir in die Tiefen rein. Da sind gleich zwei. Zwei Wildmagier. Zwei Trolle. Ja, zwei. Höhlentrolle sogar. Ich hoffe, die haben mich jetzt eher nicht im Visier. Nice. Zählte für mich sogar die Erfahrungspunkte. Ja, brauchen wir nicht. Hier gibt es nichts mehr. Was ist denn da hinter der Tür? Noch geht noch weiter in die Tiefen. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber einen Cut und machen in der nächsten Folge weiter. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!